Das ist der angemessene Ort für das Ende eines Terroristen. Was fällt euch ein? Ja, gar nicht übel für einen Schüler. Du machst dich nicht mal so schlecht als Britannia. Aber eine große Zukunft hast du nicht mehr, Freundchen. Oh. Ihr dürft sie nicht töten! Nein! Eigentlich wollte ich das schöne Kind ja am Leben lassen. Wir werden folgende Meldung an die Obrigkeit weitergeben. Wir, die Königliche Garde, haben den Stützpunkt der Terroristen entdeckt und sie vernichtet. Leider hatten die Terroristen die Geisel schon zu Tode gefoltert. Na, wie hört sich das an, mein kleiner Schüler? Warum habt ihr das getan? Warum Susaku? Warum dieses Mädchen? Soll denn jetzt alles aus sein? Einfach so? Und ich kann nichts daran ändern? Nanelli. Du willst nicht, dass alles zu Ende ist, mein Freund? Was ist das denn? Es scheint, als gäbe es mehr als einen Grund für dich weiterzuleben. Das Mädchen von gerade eben. Aber was... Würdest du weiterleben wollen, wenn du die Kraft dazu hättest? Ich schlage dir einen Vertrag vor. Ich gebe dir diese Kraft und du wirst mir eine einzige Bitte dafür erfüllen. Du wirst leben wie ein normaler Mensch und dich dennoch von anderen Menschen unterscheiden. Ein anderes Leben mit einer anderen Zeit und mit einer anderen Vorsehung. Die Macht des Herrschers wird dich einsam machen. Wenn du damit einverstanden bist, dann... Der Bund von Ragnarök. Der Neubeginn eines alten Mythos. In Ordnung. Ich werde diesen Vertrag mit dir eingehen. Nun? Eine Frage. Wie soll man als Britannia leben, wenn man Britannia von Herzen hasst? Bist ein kleiner Philosoph, hä? Was ist los? Willst du nicht schießen? Dein Gegner ist doch nur ein einfacher Schüler. Oder ist dir etwas aufgegangen? Dass nur die schießen sollten, die auch bereit dazu sind, erschossen zu werden? Was? Was zum Teufel geschieht da? Lelouch wie Britannia gibt euch einen Befehl. Ihr werdet nun alle sterben. Yes, Your Highness! Feuer! Von jenem Tag an habe ich gelogen. Es war eine Lüge, dass ich leben würde. Mein Name war eine Lüge. Genauso wie mein Lebenslauf. Meine ganze Existenz war eine einzige Lüge. Ich war angewidert von dieser Welt, die ich nicht ändern konnte. Und wegen dieser Hoffnungslosigkeit konnte ich auch das Lügen nicht lassen. Aber dafür hatte ich diese einzigartige Kraft erhalten. Es geht also weiter.